Hallo und herzlich willkommen zum dritten und hoffentlich letzten Teil dieser Serie WG versus eigene Wohnung. Beim letzten Teil habe ich mich ja etwas zu sehr verquatscht bei den Dingen, worauf du achten solltest, wenn du in eine WG oder Wohnung ziehst. Davor habe ich erzählt, wie meine eigenen Erfahrungen zu diesem Bereich sind. Und heute geht es mal ums Pro und Contra der einzelnen Wohnmöglichkeiten, sage ich mal. Und um jetzt nicht wieder zu viel Zeit zu verschwenden, würde ich sagen, wir fangen einfach an und los geht's. Wir beginnen mit dem Bereich eigene Wohnung. Ich habe ja ein paar Jahre in einer eigenen Wohnung gelebt und einige Menschen, die ich befragt habe, auch. Und der größte Vorteil ist wahrscheinlich, dass du alleine bist. Du musst dich an keine Regeln halten, du bestimmst dein System komplett alleine. Du musst keine Ordnung halten, du kannst essen, wann du willst, du kannst die Musik auftreten, wenn du willst. Wobei, das stimmt auch nicht so ganz, weil irgendwann schalten sich dann auch die Nachbarn ein. Aber vom Prinzip her kannst du alles so machen, wie du willst. Meinetwegen kannst du auch völlig nackt durch die Wohnung laufen. Erstmal stört sich keiner daran. Du musst in deiner eigenen Wohnung, wie gesagt, keine Rücksicht nehmen, außer auf die Nachtzeiten und die Nachbarn. Und ansonsten kannst du in deiner Wohnung alles gestalten und einrichten, wie du willst. Du kannst die Wandfarbe bestimmen, du kannst die Möbel so platzieren, wie du möchtest. Du kannst die Möbel alle auch kaufen, welche du eben haben möchtest, welche du schön findest. Und du bist praktisch dein eigener Herr. Und das ist echt wirklich cool, wenn man alles selber so für sich bestimmen kann. Du bist komplett eigenverantwortlich. Meistens kannst du sogar deine Haustiere, wenn du welche hast, sogar noch mitnehmen. Das musst du natürlich mit dem Vermieter darauf achten, aber in der Regel, wenn du jetzt zum Beispiel ein Meerschweinchen hast oder einen Hasen, dann hat der Vermieter jetzt kein Problem damit. Beim Hund oder bei Katzen wird es schon ein bisschen kritischer, aber vom Prinzip her ist meistens auch das noch erlaubt. Nachteile von einer eigenen Wohnung sind allerdings auch, sie sind meistens viel teurer, weil du ja niemanden hast, mit dem du die Kosten teilen kannst. Du musst den Strom bezahlen, du musst das WLAN selber bezahlen, du musst die Warmmiete und ich sage jetzt mal die Grundmiete bezahlen und was dann alles noch auf dich zukommt. Fahrkosten, Uni, Kosten nenne ich sie einfach mal. Und zum Beispiel, wenn du in einer WG wohnen würdest, könnte man sich, wenn das der gleiche Studiengang wäre, theoretisch auch die Fachliteratur teilen. Gleichzeitig hast du, je nachdem, für was für eine Wohnung du dich entscheidest, aber auch weniger Platz. Also ich habe ja in einer relativ kleinen Einraumwohnung gewohnt und hatte meine Küche mit in meinem Schlafzimmer gehabt. Also man war sehr beengt. Man hatte zwar alles für sich, aber es war irgendwie doch ein bisschen zu klein. Aber mehr konnte ich mir damals zum Beispiel auch nicht leisten mit meinem Budget. Und natürlich kann es auch sein, wenn du jetzt zum Beispiel eine Woche krank bist und noch keinen wirklichen Anschluss in der Uni gefunden hast, du bist einfach die ganze Woche alleine, wenn du noch niemanden kennst. Wenn du in einer WG wohnst, findest du schneller Anschluss und in einer eigenen Wohnung ist das nicht so, weil wer soll denn da sein, ne? Du bist alleine, das kann schön sein oder eben auch nicht. Das sind so die Dinge, die mir jetzt zu einer eigenen Wohnung eingefallen sind. Wie gesagt, es gibt so viele Unterschiede. Gerade auch die Mietpreise sind sehr entscheidend. Wenn man sich zwei Räume leisten kann, dann ist das wunderschön und dann freue ich mich. Aber zum Beispiel jetzt hier in Jena, ich könnte mir, glaube ich, nicht mal eine Einraumwohnung leisten. Zumindest keine, die meinen Ansprüchen entsprechen würde. Und deswegen bin ich teilweise auch auf eine WG umgeswitcht und habe dabei gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Vorteile, in einer WG zu leben. Zum Beispiel hast du ja dein eigenes Zimmer und gleichzeitig gibt es noch Gemeinschaftsräume. Manche WGs haben noch ein Wohnzimmer, andere haben eine Küche oder einen Balkon. Wir haben beispielsweise Balkon und Küche und das reicht vollkommen aus. Aber vor allem dieser Vorteil, eine Küche außerhalb seines Zimmers zu haben, hilft mir persönlich zum Beispiel auch bei meiner eigenen Ernährung weiter, weil ich nicht ständig auf den Kühlschrank starre und mir denke, mal gucken, was drin ist. Einfach so, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Und ja, man hat also eigentlich viel mehr Platz, obwohl man ja eigentlich für sich selbst weniger Platz hat. Also ist das logisch, was ich gerade sage? Ich hoffe es. Wie ich schon gesagt habe, man teilt sich alle Kosten, man lebt dadurch deutlich günstiger und eine WG hat auch noch den Vorteil, dass gerade diese teuren Dinge, wie zum Beispiel eine eigene Küche, ein Herd, ein Kühlschrank und so, die sind meistens schon vorhanden und sollte jetzt zum Beispiel der Kühlschrank kaputt gehen, man muss sich einen neuen kaufen, dann wird das ja auch nochmal geteilt. Also man kommt viel günstiger weg, wenn man in einer WG lebt. Häufig ist es auch so, dass das WG-Zimmer
leer ist. Es gibt natürlich auch Menschen wie zum Beispiel die, die vorher in diesem Zimmer gewohnt hat, die dann sagt, du kriegst das Zimmer nur, wenn du die Möbel kaufst. Und da musst du halt auch abwägen, bist du bereit, die Möbel zu kaufen, um das Zimmer zu bekommen? Oder sagst du, nein, ich gucke lieber weiter, ich möchte ein eigenes Zimmer haben ohne Möbel, ich möchte mir das alles so gestalten, wie ich das möchte. Aber da kann es natürlich auch wieder dazu kommen, dass du letzten Endes viel mehr Geld bezahlst für die Möbel, die dann in dein leeres Zimmer kommen, als wenn du einfach ein paar Möbel von deinem Vormieter übernimmst. Aber in der Regel hast du auch in einer WG freie Gestaltungsmöglichkeit und kannst die Zimmerwände streichen, wie du willst, du kannst Regale anbringen, du kannst Möbel so platzieren, wie du das möchtest. Es ist einfach deine Entscheidung, außer es ist anders geregelt. Eine weitere Sache, die gut oder schlecht sein kann, sind die WG-Castings. Ich persönlich finde WG-Castings sehr cool, denn man lernt schon mal die Leute kennen und kann auch für sich selber entscheiden, passen die zu mir? Und man kann alles fragen, was einem persönlich selber so wichtig ist. Und gleichzeitig hat man aber auch die Gewissheit, dass wenn sie dich auswählen, dann sind sie der Meinung, dass du gut zu ihnen passt. Und es wird auch blöd, wenn man in eine WG kommt und letzten Endes kann irgendwie keiner mit dir so zurechtkommen und sie mögen dich alle nicht. Also ich hatte zum Beispiel meine Mitbewohnerin, die habe ich vorher nicht gekannt. Ich musste sozusagen auf das Urteilsvermögen der Vormieterin vertrauen, aber ich denke, wir sind beide auch sehr rücksichtsvoll und kommunizieren sehr viel und deswegen kommen wir schon irgendwie miteinander klar. Also es kann immer schief gehen, es kann aber auch immer klappen und total super verlaufen. Ein weiterer Vorteil von der WG ist natürlich auch, dass du Anschluss findest. Du bekommst von den Leuten, die schon länger da wohnen, Tipps, gerade auch wenn sie das Gleiche studieren wie du, können sie dir sehr viele besondere Tipps geben, zum Beispiel über Eigenheiten von Professoren oder wie gewisse Arbeiten verlaufen werden oder worauf du dich noch freuen kannst. Aber auch in der Stadt können sie dir viele Tipps geben, wo du günstig einkaufen gehen kannst, was noch so geht, wo die Clubs sind und alles Mögliche, was du dir gerade vorstellen kannst. Das können dir die anderen eben schon mitteilen und das würde dir eben auch verloren gehen, wenn du nicht dort wohnen würdest. Und ja, diese ganzen Infos würden niemals an dich rantreten. Du würdest niemals auch den Freundeskreis von deinen Leuten, die da mit dir zusammen wohnen, kennenlernen. Und das habe ich, glaube ich, im vorherigen Video schon gesagt, das können eben auch deine Freunde werden, ne? Es ist ja nicht so, dass du dir immer komplett andere Menschen suchen musst. Manchmal passt man auch einfach schon super in eine vorhandene Gruppe rein und integriert sich dann einfach. Und dann wird das dein neuer Freundeskreis werden. Und gleichzeitig erlebt man auch so viele Dinge in der WG. Man merkt halt einfach, wie die anderen ihr Leben leben, welche Probleme sie haben, wie sie zum Beispiel ihren Partner fürs Leben finden. Und man ist einfach dabei. Und ich finde, es ist nochmal etwas anderes als normale Freundschaften, die man in der Uni hat. Weil man redet in der WG wahrscheinlich doch nochmal intimer und persönlicher und auch viel, viel mehr, weil man sich ja auch so häufig sieht. Da sind zum Beispiel meine Mitbewohner, wir reden früh, Mittag und Abend, ne? Und wir erzählen uns halt einfach so viele teilweise belanglose Dinge, aber manchmal kann man auch halt auch wirklich anknüpfen so. Und die andere Person kennt dich dann sehr gut, weil ihr eben so viel miteinander redet und kann dir viel mehr Tipps geben als jemand, der dich nur zu gewissen Tageszeiten oder der dich zweimal die Woche sieht, ne? Und ein weiterer Vorteil, es gibt so viele Vorteile für eine WG, ist, dass sich die Persönlichkeit entwickelt, weil du eben lernst zu kommunizieren, dich auf andere Regeln und andere Meinungen und Ansichten und Bedürfnisse einlässt und mit denen umgehen musst. Und das formt dich zum einen und schränkt dich auch ein bisschen ein, aber ich finde, mir bringt es halt sehr, sehr viel, weil ich dadurch, glaube ich, auch empathischer werde. Und weil ich lerne, über Probleme zu sprechen und sie nicht einfach runterzuschlucken, weil ich auch die Erfahrung mache, dass es besser wird, wenn man Probleme gleich anspricht und nicht, wenn man denkt, boah, das müsste die doch eigentlich wissen. Wieso macht die das ständig? Warum geht die mir so auf den Sack? So eine Situation hat man halt nicht, wenn man von vornherein sagt, ey du, das stört mich, können wir da drüber reden oder eine Lösung finden? Ne? Kommunikation ist einfach alles. Ein weiterer Vorteil neben der Kostenteilung ist natürlich auch die Arbeitsteilung. Wenn man jetzt relativ viele Mitbewohner hat und das so klappt, wie es sollte, dann muss man relativ wenig putzen. Wir sind jetzt nur zu zweit, das bedeutet, alle 2 Wochen bin ich dran mit dem Putzen, mit komplett Wischen, Saugen, Staubwischen. Aber immerhin eine Woche, wo ich das nicht machen muss und das ist trotzdem permanent sauber, ne?
Und wenn man jetzt zum Beispiel mit 4 Leuten in der WG wohnt, dann muss man das nur einmal im Monat machen. Und was ist bitte schön geiler, als nicht putzen zu müssen? Meistens ist auch die Privatsphäre in den WGs vorhanden. Also wenn du, ja, das ist wieder Kommunikation, wenn du sagst, du möchtest deine Ruhe haben, du möchtest dich für heute zurückziehen und so, dann respektieren die Menschen das halt auch. Aber du musst es ihnen halt sagen, weil sie können nicht in deinen Kopf schauen. Sie können dir maximal vor den Kopf stoßen. Und wenn du einfach die Tür zuknallst, ja, dann wird das dich nicht beliebter machen. Im Allgemeinen ist immer jemand in einer WG da, mit dem man reden kann, der zum Beispiel auch deine Pakete annimmt, wenn du unterwegs bist. Oder wenn man ein gutes Verhältnis hat, so wie das bei uns zum Beispiel ist und jemand ist gerade beim Einkaufen, fragt man einfach kurz per Nachricht, jo, soll ich dir was mitbringen? Und vielleicht braucht die andere Person noch was und ist dir total dankbar, dass du ihr eben nochmal 2 Brötchen mitbringst oder sowas. Es ist halt einfach ein Geben im Nehmen in einer WG und ich finde, es ist einfach so schön, wenn es gut läuft. Gleichzeitig gibt es natürlich auch einige negative Punkte. Zum einen ist das wiederum das WG-Casting bzw. die Suche überhaupt nach einer WG. Natürlich ist es schön und gut, du suchst dir deine perfekte WG aus, bewirbst dich und meistens endet es da auch schon, weil geile WGs bekommen meistens so viele Anfragen und wenn du dich nicht besonders machst, dann bekommst du nicht mal eine Antwort. Ich hatte relativ viel Glück mit meiner WG gehabt. Es hat alles irgendwie gepasst und ich glaube, da war wirklich viel mehr Glück dabei und vielleicht auch ein bisschen Können, weil ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Aber man muss sich damit abfinden, dass man nicht in seine Traum-WG kommt und dass WG-Casting sehr lange brauchen können. Ich habe damals, glaube ich, 8 Castings gehabt und man wurde auch nur in der WG angenommen, wo man am besten reinpasst, sage ich mal. Und das kann schon sehr, sehr lange dauern. Aber natürlich bei einer eigenen Wohnung kann das auch Ewigkeiten dauern. Ich weiß von einer Freundin, die sucht seit 2,5 Monaten nach einer Wohnung und findet einfach keine. Und andere suchen wiederum immer noch nach einer WG und sie haben einfach kein Glück. Ein weiterer negativer Punkt ist natürlich auch, dass man Rücksicht nehmen muss. Man kann eben nicht nachts um 3 die Musik voll aufdrehen, weil man sich denkt, Huh, Party, yeah. Sondern man muss denken, die anderen Leute wollen vielleicht auch mal schlafen. Gleichzeitig ist es ja auch mit den Gruppenregeln. Du musst dich einfach daran anpassen, wenn du möchtest, dass ihr ein harmonisches WG-Leben habt. Zum Beispiel war der Putzplan und so, bevor ich hier eingezogen habe, schon fest gewesen. An dem habe ich auch nichts mehr verändert. Und wenn es halt heißt, dass ich einmal die Woche die WG wischen muss und weiß, meine Mitbewohnerin macht das auch, ja, dann mache ich das halt auch einfach. Mir persönlich tut es gut, weil ich noch mehr Struktur und Ordnung beigebracht bekomme. Und meine Mitbewohnerin ist zufrieden, dass sie mich daran nicht erinnern muss und dass sie sich auf mich verlassen kann, dass ich praktisch mit ihr harmonisch zusammenleben kann. Dann kann es natürlich auch zu Konflikten kommen. Besonders das Thema Geld spielt immer wieder eine Rolle und natürlich auch die Ordnung. Man muss wirklich miteinander reden, zum Beispiel wie das auch ist mit dem Heizen. Also ich weiß zum Beispiel von anderen Leuten, die haben Mitbewohner, die permanent vergessen, das Licht auszumachen, die ganze Nacht nicht da sind, aber ihre Heizung im Zimmer auf 5 gestellt haben, am besten dazu noch Fenster auf. Und das sind einfach so Dinge, die da entstehen Konflikte. Aber da muss man auch an seinen eigenen gesunden Menschenverstand appellieren und sich einfach fragen, warum tue ich sowas? Und sich selber auch kontrollieren. Und sei es mit dem Zettel an der Tür, habe ich das Licht ausgemacht. Also ich weiß nicht, da muss halt auch jeder selbst irgendwie so ein bisschen auf sich selbst achten und natürlich drüber reden. Das habe ich ja jetzt schon 1000-mal gesagt. Und bei mir und meiner Mitbewohnerin ist es so, wir heizen zum Beispiel die Küche und das Bad überhaupt nicht, sondern nur unsere eigenen Räume. Außer wir haben jetzt wirklich mal Abend irgendwie Gäste in der Küche. Dann drehen wir die Heizung schon mal auf. Aber in der Regel heizen wir eigentlich nur unsere beiden Räume und jetzt auch nicht so krass, sondern so auf 2, sag ich mal. Also so, dass es angenehm ist und wenn uns kalt ist, ja, dann ziehen wir uns halt irgendwas Wärmeres an. Und jetzt noch ein kleines negatives Beispiel, woran auch ich mich erst gewöhnen musste, ist, dass der gemeinschaftliche Platz geteilt werden muss. Wir sind zu zweit, da geht das noch, dass man sich jetzt die Küchenzeilen, sage ich jetzt mal, teilt oder die Kühlschrankfächer. Aber wenn man dann zu viert oder zu sechs in der WG wohnt und nur einen Kühlschrank, selbst wenn es ein großer ist, dann hat jeder nur sein Fach und dann kannst du halt auch nicht mehr einkaufen und musst dementsprechend häufiger einkaufen gehen. Aber das sind so Sachen, da lernt man halt auch, sich
zu organisieren und sich daran anzupassen. Aber bei mir ist es zum Beispiel, ich finde es schwierig, mit nur einem Eisfach klarzukommen, weil ich gerne, wenn ich Suppe koche oder so, diese auch einfriere. Aber das funktioniert trotzdem irgendwie alles. Dann muss ich halt häufiger Suppe auftauen, wenn ich neue sozusagen einfrieren möchte. Das funktioniert aber alles irgendwie. Mein Fazit jetzt aus dem Ganzen ist praktisch das: In einer WG lebe ich super gerne, aber auch in einer eigenen Wohnung. Ich weiß nicht, jetzt gerade in dem Lebensabschnitt, wo ich mich befinde, kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als in einer WG zu leben. Ich denke mir, wenn ich vielleicht in ein paar Jahren immer noch in dieser Stadt wohnen sollte und einen festen Freundeskreis habe, dann kann ich auch wieder in eine eigene Wohnung ziehen. Aber jetzt gerade für den Anfang ist es echt das Beste, was ich machen konnte. Und ich lebe jetzt mit weniger Besitz. Ich musste mich ja verkleinern von meiner eigenen Wohnung, praktisch zu diesem WG-Zimmer. Und gleichzeitig habe ich mehr. Ich habe meinen eigenen Rückzugsort und mein Zimmer. Ich habe sogar einen eigenen Schreibtisch, der nicht mehr als Essenstisch umgewandelt werden muss. Ich habe einen Balkon und eine Küche und noch eine tolle Mitbewohnerin dazu. Und das bereichert mich einfach so viel mehr. Ich denke einfach, in dieser Zeit jetzt, in der stürmischen Studentenzeit, ist es für mich wirklich super und ich finde es echt toll, dass ich mich dazu nochmal durchgerungen habe, das auch nochmal zu erfahren, wie das so ist, weil es formt wirklich die Persönlichkeit. Und ich denke mir, vielleicht ist es auch schon mal eine gute Übung dafür, wenn man dann mit seinem Partner zusammenzieht und mit dem zusammenleben muss, dass man dann einfach schon so ein paar Strukturen und Ideen so an der Hand hat und nicht alles erst erproben muss und sich dann tausendmal streitet, sondern dass man halt schon ja seine eigene Struktur hat und weiß, wie der Hase laufen muss. Ja, und wieder genug gelabert. So, jetzt sind wir endlich mit dem Thema durch. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch helfen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen habt, gerne noch in die Kommentare damit. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!